Wir legen langsam am Rücken ab. Die Beine aufgestellt, sodass der untere Rücken wirklich entspannt aufliegt. Kommt ganz bewusst an auf der Matte. Das heißt, beginnt über die Körperrückseite einmal so ein bisschen zu spüren, wo ihr eine Auflagefläche habt. Fangt unten bei den Fußsohlen an. Und lasst euch mit diesem Spüren ruhig ein bisschen Zeit. Ich kann ganz viele kleine Details wahrnehmen. Wo spüre ich die Auflagefläche über die Fußsohlen? Mehr über die Außen oder mehr über die Innenseite? Mehr über den Ballen oder mehr über die Fersen? Mehr rechts oder links? Dann wandert sie langsam höher. Die nächste Auflagefläche ist im Bereich vom Gesäß. Auch da kann ich vielleicht so ein bisschen einen Seitenunterschied wahrnehmen oder aber ein sehr gleichmäßiges Aufliegen. Spürt den Boden, eure Matte. Fühlt sich der Kontakt jetzt weich oder eher härter an? Könnt ihr eine Temperatur auch empfinden? Kühl oder warm? Und dann widmet euch schon gezielter dem unteren Rücken, dort wo wir heute auch viel, vor allem Mobilisation machen, Kräftigung. Und nehmt für euch wahr, ob ihr den unteren Rücken als entspannt empfindet. Oder vielleicht ein bisschen fester. Ich kann auch jetzt noch, ohne da Bewegung reinzubringen, vielleicht für mich schon ein bisschen festmachen, ob ich den unteren Rücken als weich und flexibel empfinde oder eher ein bisschen blockierter. Und dann spürt sie auch die Auflageflächen über die Schulterblätter. Also so den gesamten oberen Rücken, über die Arme, über den Hinterkopf. Lasst zu Beginn wirklich so ein entspanntes Sinken zu, dass so die kleinen Verspannungen, die sich oft aufbauen, vielleicht schon lösen können. Und dann beginnt es, die Ujjayi-Atmung fließen zu lassen. Ich werde zumindest ab und zu mitatmen, dass ihr da auch die Unterstützung habt und ihr immer wieder auch in dieses Bewusstsein kommt, dass der Atem ganz wesentlich ist. Dieses Bewusste über die Nase ein- und ausatmen, hörbar, durchaus kräftig, aber trotzdem weich. Und nicht zu schnell. Ein tiefer Atem, der auch im Bauchraum sich ausdehnt, ist eigentlich schon so ein bisschen ein kleines Heilmittel für den unteren Rücken. Wenn ihr die Bewegung vom Atem jetzt wahrnehmt, wie sich die Bauchdecke mit der Einatmung hebt, und mit der Ausatmung, wenn das Zwerchfell sich wieder entspannt zurückzieht, dann habt ihr da schon eine ganz sanfte Massage eigentlich für den unteren Rücken. Auch Richtung Hüften, dort werden wir auch heute viel hinspüren und hinbewegen. Das heißt, eine kurze, eher gestresste, angespannte Atmung kann schon ausreichen, um im unteren Rücken dann Probleme zu machen und dort zu blockieren. Wir beginnen jetzt ganz sanft das Becken zu kippen. Vielleicht ein bisschen ungewohnt vom Atemrhythmus her.
Wir gehen mit der Einatmung noch mit mehr Druck über den unteren Rücken in die Matte. Das heißt, versuchen ihn komplett abzulegen. Und mit der Ausatmung kippt das Becken nach vorne. Das heißt, ihr löst den unteren Rücken von der Matte. Mit der Einatmung schiebt der untere Rücken in die Matte hinein. Und mit der Ausatmung versucht sie ihn zu lösen. Eine kleine Bewegung, die aber, wenn ihr sie öfter macht und vielleicht auch bewusst die Augen geschlossen haltet, sich sehr intensiv anfühlen kann. Und beobachtet gleich, was im oberen Rücken passiert. Nur weil sich unten was bewegt, will ich oben nicht mitgehen. Eure Schulterblätter bleiben entspannt, am Boden aufliegend. Euer Nacken bleibt entspannt, der Kopf schwer. Baut auch Rosi die Bewegung aus, soweit es euch möglich ist. Wenn das Gesäß aufliegen bleibt, habe ich natürlich nur einen gewissen Spielraum. Und langsam vergewissert euch nochmal, dass die Fußsohlen gut aufsitzen und die Arme jetzt auch wirklich aktiv in die Matte schieben. Bauen wir diese Bewegung aus. Das heißt, mit der nächsten Einatmung schiebt nicht nur der untere Rücken in den Boden, sondern ihr löst ein bisschen das Gesäß und hebt es da schon an. Und mit dem Ausatmen rollt sie dementsprechend zuerst wieder ab und kippt dann weiterhin das Becken ein bisschen vor. Ein wieder Becken nach hinten kippen, Gesäß heben. Und aus, wirklich Wirbel für Wirbel abrollen. Und am Ende der Ausatmung den unteren Rücken kurz lösen, indem das Becken vorkippt. Und so steigert sie euch. Geht es beim nächsten Einatmen auch mit dem unteren Rücken schon ein bisschen höher. Wie als würdet ihr jedes Mal ein paar Wirbel dazu nehmen, die abheben und die dann natürlich auch wieder ablegen. Lasst euch Zeit und kommt in eurem Tempo immer höher. Das heißt, die Hüften kommen auch immer mehr in ein Strecken, wenn ich einatme. Und tastet euch an diesen Punkt heran, wo ihr dann das Gefühl habt, höher kann ich mit meinem Becken gar nicht anheben. Genau, noch so 2, 3 Wiederholungen, Helga, und dann werden wir bleiben im Becken in der Luft. Das heißt, noch einmal möglichst aktiv und kraftvoll anheben und dann bleibt ihr oben. Soll nicht unangenehm sein im Bereich vom Nacken. Die Fußsohlen sollten gut Druck geben können in den Boden und wir halten ein paar Atemzüge. Und gehen dann vom Gefühl her immer nur über ein paar Wirbel sozusagen nach unten. Wir werden nicht in einem Ausatmen ablegen, sondern ihr beginnt jetzt mit der Einatmung Druck zu geben mit den Schultern in den Boden. Und dann ausatmen, nur ein bisschen über den oberen Rücken ablegen. Wie als würdet ihr 2, 3 Wirbel ablegen. Dann bleibt ihr wieder, atmet ein. Drückt aktiv oben dort, wo ihr aufliegt, in die Matte und rollt mit dem Ausatmen ein kleines Stück weiter ab, sodass ihr noch mehr aufliegt. Bleibt wieder mit der Einatmung, schiebt aktiv auch die Schulterblätter in den Boden und aus, wieder ein kleines Stück weiter abrollen. Wieder bleiben. Und wenn ihr knapp über dem Boden steht mit dem Becken, dann haltet. Legt es einmal nicht ab, sondern bleibt diese 1-2 Zentimeter über dem Boden, dort wo ihr auch spürt, ihr müsst aktiv halten in der Körpermitte. Ihr bekommt vielleicht automatisch diesen Impuls, ah ja, meine Bandas, mein Beckenboden, mein Nabel, der nach innen zieht. Langsam mit einer Ausatmung. Legt sie dann entspannt das Gesäß, das Becken wieder ab und lasst ruhig auch bewusst wieder in den Bandas los. Wir werden immer wieder dazwischen auch Positionen haben, wo ihr
im Gegensatz zu diesem bewussten Spannung aufbauen, auch ganz bewusst in die Entspannung kommt. Der Bauch ist weich, der untere Rücken ist weich. Ihr haltet mit den Füßen diesen hüftbreiten Abstand und nehmt die Arme ein Stück weiter weg vom Körper. Ihr könnt es gern auch in diese ganz waagrechte Linie ziehen, sodass die Arme ganz nach außen strecken. Behaltet den Abstand von den Füßen bei und beginnt langsam mit der Ausatmung die Beine nach rechts abzulegen. Das heißt, so ein zur Seite nicht unbedingt fallen lassen, sondern so ein aktives Umlegen. Mit der Einatmung wieder zur Mitte und mit der Ausatmung langsam nach links. Ein, wieder zur Mitte, sodass beide Fußsohlen am Boden stehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gern den Kopf in die Gegenrichtung mitnehmen. Wenn die Beine nach rechts gehen, geht der Blick nach links. Wenn ihr zur Mitte geht, ist der Kopf wieder gerade, der Hinterkopf liegt auf. Wenn ihr nach links geht, könntet ihr den Blick nach rechts nehmen. Das geht ja auch mit geschlossenen Armen. Und legt ruhig so weit ab, wie es euch möglich, aber natürlich auch immer angenehm ist. Also eventuell liegt dann wirklich das rechte Bein, wenn ihr nach rechts geht, am Boden auf. Ich habe so schön über die Hüften diese beiden Richtungen. Das untere Bein kommt in die Außen, das obere in die Innenrotation. Und wenn ihr das nächste Mal zur rechten Seite kommt, dann bleibt ihr liegen. Das heißt, das rechte Bein legt möglichst Richtung Boden ab. Ihr könnt euch sonst auch einen Polster drunter nehmen. Das linke Bein zieht in dieser Innenrotation drüber. Und wer es verstärken möchte, der kann den rechten Fuß jetzt vom Boden lösen und auf die Außenseite vom linken Knie, vom linken Oberschenkel legen. Das Gewicht vom rechten Bein verstärkt dann noch einmal diese Dehnung über die Hüfte. Genau. Also das rechte Bein, der rechte Fuß, Birgit, könnte auf der Außenseite vom linken Oberschenkel ablegen. Der kreuzt so ein bisschen drüber. Geht's nochmal zur Mitte, Helga und Birgit? Genau, stellt nochmal die Füße auf. Stell nochmal den linken Fuß, Helga, ab. Genau, geht's noch einmal nach rechts zur Seite. Und dann ist es nicht der linke Fuß, genau, sondern der rechte legt drüber. Genau. Es kann auch sein, dass es zu intensiv ist, aber es ansonsten verstärkt das sehr angenehm die Dehnung. Und bleibt noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Auch diese Streckung in der Hüfte ist so ein bisschen ein Schlüssel für einen entspannten unteren Rücken. Lange sitzen und viele sagen jetzt, dass sie öfter sitzen, länger sitzen durch diese Homeoffice-Arbeit. Das bringt da sehr viel Spannung hinein in den Hüftbereich. Also es kann schon reichen, da sanft in die Streckung zu gehen. Wir kommen mit der Einatmung wieder zur Mitte, beide Füße stellen am Boden ab. Und ihr geht mit dem Ausatmen nach links, um jetzt auch dort zu bleiben. Lasst euch so ein bisschen Zeit und dann kann der linke, also der untere Fuß quasi, abheben und auf die Außenseite vom rechten Bein wieder gehen, um zu verstärken. Spürt auch das Gegengewicht über den Oberkörper, über das rechte Schulterblatt, über den rechten Arm. Dass das rechte Schulterblatt vom Gefühl her mit Gewicht am Boden bleibt. Es liegt bei allen, die ich sehe, wunderschön auf. Dadurch verstärkt sich natürlich auch noch diese sanfte Rotation in der Wirbelsäule. Und atmen. Du
Kommen mit der Einatmung zur Mitte zurück. Und holen uns beide Knie dann nacheinander Richtung Brust heran. Ihr greift zu den Knien. Dadurch kommt der untere Rücken noch ein bisschen mehr in die Streckung, in die Rundung. Und bleibt ein bisschen. Das erste Mal, dass wir jetzt auch ganz beugen in den Hüften. Dieses aktive Heranziehen. Wirklich bis zum Anschlag. Wir halten die Knie gebeugt, legen nur die Arme seitlich neben dem Oberkörper direkt ab. Nehmt es jetzt eher nah heran an den Oberkörper, sodass die Arme auf der Matte sind, die Handflächen nach unten zeigen. Und dann beginnen wir mit dem Einatmen gleichzeitig die Beine senkrecht nach oben und die Arme nach hinten zu strecken. Mit der Ausatmung ziehen die Knie wieder heran und die Arme kommen seitlich wieder nach vor. Ein, wieder Beine strecken, sodass sich in der Hüfte so ein 90-Grad-Winkel ergibt. Arme ziehen nach hinten und ausatmen. Nach vor, Beine beugen. Wiederholt es ein paar Mal. Denkt auch immer dran, der Atem führt die Bewegung. Das heißt, wenn das Einatmen zu Ende ist, bin ich mit den Armen ganz hinten, mit den Beinen gestreckt. Wenn das Ausatmen zu Ende ist, sind die Knie gebeugt und die Arme vorne. Kannst du so über die Beine, wenn du streckst, noch mehr in diese 90 Grad kommen. Du ziehst ein bisschen zu viel heran. Denkst wirklich nach oben. Das kräftigt noch mehr die Bauchmuskulatur. Gerade für euch, die ihr da alle sehr flexibel seid. Mit der nächsten Einatmung bleiben wir dann in der Streckung. Sowohl über die Arme als auch über die Beine. Versucht die Position zu halten. Spürt das Gesäß im oberen Bereich, diesen Beckenkamm, die liegen ganz aktiv auf. Ihr könnt gern die Zehen jetzt wirklich nach unten ziehen, dass ihr über die Beinrückseite noch ein bisschen die Dehnung verstärkt. Auch das wirkt sich direkt auf den unteren Rücken aus. Der Atem fließt gleichmäßig und ruhig. Die nächste Abfolge ist ein bisschen komplexer, aber spätestens auf der zweiten Seite wisst ihr dann direkt, was gemeint ist. Wir beugen jetzt im rechten Knie, das linke Bein bleibt gestreckt, ihr dreht die Hüfte nach außen im rechten Bein und ihr holt euch den rechten Fuß so knapp unter das linke Knie. Ihr könnt euch da mit den Händen helfen, genau. Geht es in so eine Art halbe Lotusposition, also Vorderseite, Rosi vom Bein. Genau, super. Dann beugt ihr das linke Bein, sodass die Ferse locker Richtung Gesäß fällt. Und wir greifen um den linken Oberschenkel mit den Händen jetzt herum. Die eine Hand geht da durch dieses Loch durch die rechte, die linke von außen. Wenn das leicht geht, genau, Veronika, dann könnt ihr auch aufs Schienbein greifen. Also lasst Helga das Bein ganz locker, das linke. Genau, die Ferse kann ganz entspannt nach unten, super. Ihr zieht jetzt einerseits das linke Bein zu euch heran. Ich würde Rosi so ein bisschen höher greifen, eher knapp unterm Knie die Hände. Und gleichzeitig versucht ihr im rechten Bein ein bisschen von euch wegzuschieben. Das heißt, die Außenrotation zu verstärken. Dass ihr die Dehnung hoffentlich da Richtung rechten Oberschenkel, Rückseite, vielleicht sogar bis ins Gesäß spürt. Denkt dran, es braucht nicht viel Dehnung. Wenn ihr einen sanften Zug wahrnimmt, vor allem da Richtung Gesäß, dann ist es ausreichend, dass sich auch da die Muskulatur langsam öffnet, dass sich das Gewebe entspannt und der Zug vom unteren Rücken auch dann genommen wird. Dann löst sie den Griff, streckt sie mit der Einatmung wieder das linke Bein.
Und lasst das rechte Bein jetzt in der gleichen Position, nur mit dem Fuß auf die Beinrückseite gehen. Das heißt, der Fuß ist jetzt auf der Rückseite vom Oberschenkel, sodass die linke Hand von außen und oben den Riss greifen kann. Genau, die linke Hand greift jetzt auf den Fuß von außen. Und dann legt ihr das rechte Bein so am Boden ab, dass das Knie die Linie von der Schulter quasi verlängert. Also ihr streckt den Oberschenkel in so einer Längslinie nach vor und versucht, das Bein abzulegen. Das heißt, die rechte Ferse kommt nahe zur linken Gesäßhälfte. Und ihr legt es am Boden ab. Nicht nach außen, sondern längs nach vorne zeigt das Knie. Genau. Genau, Veronika, nach vor und jetzt ablegen. Super. Und dann könnt ihr den Zug, der vielleicht schon da ist, über den rechten Oberschenkel verstärken, indem ihr den linken Fuß vorne am rechten Knie abstellt. Der geht von oben drauf. So ein bisschen an den Oberschenkelansatz beim Knie. Und der Fuß kann dem Bein natürlich noch Richtung geben. Wenn ihr schiebt mit der Fußsohle nach vorne, könnt ihr den Zug über die rechte Oberschenkelvorderseite, über die Hüfte noch verstärken. Wenn es unangenehm ist, könnt ihr auch was wieder drunter nehmen und das rechte Knie. Aber ich glaube, ihr liegt alle gut auf. Dann nehmt mit der Einatmung noch den rechten Arm oder auch beide Arme nach hinten und verstärkt noch die Streckung. Ihr könnt euch entscheiden, ob die linke Hand am Fuß bleibt und da immer so ein bisschen Zug gibt. Oder ob ihr so gut aufliegt, dass ihr beide Arme nach hinten nehmen möchtet. Ihr solltet die Streckung vorne über die rechte Hüfte spüren. Und wir gehen von da noch ein bisschen weiter. Ihr nehmt jetzt langsam die rechte Hand außen zum linken Knie. Genau. Und dann gehen wir in eine Rotation über die rechte Seite. Das heißt, ihr holt das linke gebeugte Bein da in dieser Rotation drüber. Die linke Hand löst, der linke Arm streckt eher zur Seite. Und der linke Fuß wird vielleicht so ein bisschen nach unten rutschen. Das lasst ihr einfach zu. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt noch ein bisschen weiter gehen, nehmt ihr den linken Fuß jetzt vom rechten Bein runter und nehmt ihn zum Boden. Legt den linken Fuß am Boden außen noch weiter in der Rotationsrichtung ab. Auch da schaut, dass die linke Schulter, das linke Schulterblatt nicht komplett vom Boden löst. Also lasst ein bisschen Gewicht auch wieder in diese Gegenrichtung sinken. Spürt, kommt euer Atem in den Brustraum, vielleicht sogar verstärkt in die linke Brustseite, die sich da jetzt öffnet. Und denkt daran, eure Bahnen das jetzt noch einmal gut zu aktivieren, wenn wir zur Mitte zurückkommen. Mit der Einatmung rollt es langsam wieder in die Mittellage. Beide Knie mit der Ausatmung zur Brust, die Hände dazu. Bleibt zurück ein paar Atemzüge und dann machen wir dasselbe über die andere Seite. Wir beginnen wieder mit dieser dynamischen Abfolge, dass die Arme jetzt neben dem Oberkörper ablegen. Und mit der Einatmung strecken die Beine nach oben, die Arme ziehen nach hinten. Mit der Ausatmung beugen die Knie und die Arme legen wieder nach vorne ab. Gleichzeitig ankommen. Ein ganz aktiv strecken, vielleicht ziehen die Zehen jetzt auch schon heran im Strecken.
Und aus, vielleicht ein bisschen aktiver die Knie gebeugt heranziehen. Nicht mit Hilfe der Hände, sondern aus dieser Kraft in den Hüften. Schaut, wie weit kommen die Knie zur Brust. Ein, wieder strecken. Macht es noch zweimal in eurem Tempo. Spürt, was braucht es für euch. Es darf auch natürlich ein bisschen flotter und dynamischer sein. Darf auch ganz langsam sein. Das, was euch gut tut. Mit der nächsten Einatmung bleibt ihr wieder in der Streckung. Wir beugen das linke Bein, rotieren nach außen und holen den Fuß und das Knie Vorderseite. Ähnlich wie im halben Lotus. Das rechte Bein beugt, die Ferse senkt entspannt ab zur rechten Gesäßhälfte. Und ihr greift es wieder durch mit den Händen. Entweder direkt zum Schienbein. Sehr gut, Birgit. Da haben wir einen Zuschauer. Genau. Super. Und es bleibt so dieses Spiel aus Heranziehen. Rosi, kannst dann das rechte Bein beugen und aufs Schienbein vorne greifen. Heranziehen vom rechten Bein und dann aber wegschieben aus der Hüfte in die Außenrotation vom linken Bein. Spielt es euch ruhig ein bisschen. Manchmal ist es ein Zentimeter, den ich irgendwo anders mache oder weniger und ich nehme auf einmal viel mehr Zug wahr. Gut, atmen. Ganz wertvolle Übung, weil wir so zu diesen tiefer liegenden Muskeln in der Hüfte, im Gesäß kommen. Mit der nächsten Einatmung streckt sie das rechte Bein wieder. Der linke Fuß wechselt auf die Rückseite vom rechten Bein, sodass die rechte Hand von außen und oben den Rist greifen kann. Und ihr zieht eure linke Ferse zur rechten Gesäßseite. Legt das Bein ab, das linke, sodass die Hüfte streckt und das Knie nach vorne zeigt. Genau, und dann setzt der rechte Fuß vorne ab. Und ihr streckt wieder. Gebt ruhig ein bisschen Druck über den rechten Fuß, wenn ihr euch da wohlfühlt. Nicht zu sehr nach unten denken, sondern nach vorne unten. Und zumindest der linke Arm kann dann wieder nach hinten strecken und verlängern. Wir arbeiten ja ganz bewusst mit dem Atem. Der Atem, diese Energie, das Prana nennen wir es im Yoga, fließt entlang der Meridiane, durch die Meridiane, durch diese Energiebahnen. Im Yoga heißen sie Nadis, durch. Und vielleicht könnt ihr jetzt kurz die Augen schließen und euch das wirklich vorstellen. Schauen, wie weit integriert sich sozusagen diese Vorstellung auch in eurem Körperbewusstsein. Stellt euch vor, euer Atem fließt von den linken Fingerspitzen entlang der Armvorderseite, entlang des ganzen Rumpfs, links, vorderseitig. Über die linke Hüfte drüber bis ins Knie. Spürt, ob das auch noch einmal die Position für euch verändert. Dieses Bewusstsein, dass der Atem jetzt von der Physiologie vielleicht eingeschränkt ist auf den Bereich Lunge und die Muskulatur rundherum. Aber energetisch kann sich das ausdehnen, der Atem, das Prana, bis in die Fingerspitzen, bis ins Knie. Und dann nehmt ihr mit der Ausatmung die linke Hand zur Außenseite vom rechten Knie und geht in diese Rotation. Der rechte Arm kann zur Seite strecken, den Griff lösen, falls ihr gehalten habt.
Der rechte Fuß kann gern ein bisschen rutschen, der macht das eh automatisch. Auch der linke Fuß kann rutschen. Und wer möchte, nimmt den rechten Fuß dann vom Bein auch runter zum Boden, noch mehr in diese Rotationsrichtung hinein. Denkt dran, das rechte Schulterblatt bleibt mit diesem Gegengewicht eher am Boden. Ihr könnt es auch, wie wir es schon zu Beginn hatten, vielleicht noch ein bisschen verstärken, indem ihr den Blick nach rechts dreht. Unsere Blickrichtung, unsere Trishtis verstärken ganz oft noch die Dehnung, die Rotation. Das heißt, sie sind vielleicht nicht immer notwendig und manchmal auch gerade in den Stehhaltungen für den Nacken zu intensiv. Aber allein der Gedanke, dass der Blick in eine Richtung geht, kann noch einmal jetzt in dem Fall diese Rotation, diese Öffnung über die rechte Brustseite verstärken. Mit der nächsten Einatmung kommen wir zur Mitte zurück und ziehen wieder beide Knie mit dem Ausatmen Richtung Brust heran. Bleibt nochmal, vielleicht könnt ihr da auch schon einen Unterschied feststellen. Vielleicht beugen die Hüften eine Spur entspannter. Apanasana, dieses Asana, in dem ihr gerade seid, ist eines der ganz essentiellen für den unteren Rücken. Ganz simpel, aber ganz wertvoll. Zusätzlich, wenn ihr spürt, auch da Richtung Bauchbereich, ist es ein Asana, das sehr gut auf die Verdauung wirkt. Heißt auch windlösende Übung. Eine kleine Massage für den Bauch, für den ganzen Darm. Wir nehmen jetzt die Hände Richtung Kniekehlen. Ihr verschränkt nicht mehr die Finger ineinander. Und wir kommen in ein Rollen. Zu Beginn ist es vielleicht ein bisschen holpriger, aber dann wäre so das Ziel, dass die Bewegung sich sehr weich und geschmeidig und möglichst geräuschlos auch anfühlt. Die Rosi nimmt die Arme schon zur Seite. Ihr könnt entscheiden, ob ihr sie in den Kniekehlen lasst oder gleich so ein bisschen mitnehmt. Mit der Einatmung schwingen wir hoch, die Füße berühren, wenn möglich, nicht den Boden. Mit der Ausatmung rollt ihr zurück. Und das macht es in eurem Tempo. Wenn ihr es kontrollieren könnt, bleibt es am Ende der Ausatmung kurz so auf den Schultern vom Gewicht her. Das ist nicht so leicht. Ich höre bei der Rosi gar nichts, wenn sie rollt. Das wäre so das Ziel. Aber dazu braucht es ein bisschen Kraft und auch eine Flexibilität, da in die Rundung zu kommen. Ihr macht das super. Macht das in eurem Tempo ein paar Mal und schaut, vielleicht könnt ihr, ihr macht das eh schon super, sowohl den Punkt nach dem Einatmen kurz stoppen, so wie es die Helga jetzt schon super macht, als auch diesen Punkt Helga hin, so wie es die Veronika, die Birgit jetzt schon super machen, genau. Soll natürlich nicht belastend sein für den Nacken. Mit der nächsten Einatmung könnt ihr dann bleiben im Sitzen. Haltet ruhig kurz die Boothaltung. Wir werden da später noch hinkommen. Richtet euch nochmal ein bisschen auf aus dem unteren Rücken. Lasst ruhig die Hände eher auf den Knien. Und dann gehen wir über die Seite weiter in den Vierfußstand. Ihr richtet euch im Vierfußstand auf. Spreizt von Anfang an gut die Finger, schaut, dass die Schulterlinie über den Handgelenken ist, das Becken über den Knien. Die Arme strecken, aber sie überstrecken nicht. Also die Rosi wird vielleicht manchmal so ein bisschen beugen, weil sie durch ihre doch sehr flexiblen, hyperflexiblen Ellbogen sonst ein bisschen zu sehr in die Streckung kommt. Und wir beginnen ganz klassisch uns rund zu machen mit der Ausatmung. Das Kinn zieht zur Brust, die Wirbelsäule rundet sich,
Mit der Einatmung kommen wir in eine Streckung über die Körpervorderseite. Der Blick hebt sanft an. Und das wiederholt sie ein paar Mal. Katze Kuh nennt sich im Yoga. Katze, die sich rund macht und die Kuh zu diesem sehr kräftigen, aber eben leicht eingefallenen Rücken hat. Spürt diese Welle, die sich über den Atem abzeichnet im Körper und die die Bewegung wieder optimal unterstützt. Der Impuls mit der Einatmung kommt zuerst im Becken und dann Wirbel für Wirbel. Mit der Ausatmung zieht das Kinn zur Brust und ich werde langsam rund. Vielleicht könnt ihr den Riss jetzt noch aktiver zum Boden ziehen. Wir nehmen ein Element dazu. Mit eurer nächsten Einatmung streckt ihr das rechte Bein zusätzlich nach hinten, wenn ihr öffnet. Versucht es weiter im Oberkörper aktiv zu öffnen. Und ausatmen zieht ihr das Knie und die Stirn, wenn ihr euch rund macht, zusammen. Bleibt es mit dem Gewicht, Birgit, Veronika, gut vorne, wenn ihr ausatmet. Ein, wieder öffnen. Da weicht man gern so ein bisschen nach hinten aus. Ausatmen, rund machen und Knie und Stirn so gut es geht zusammen. Vorn bleiben, Helga, mit dem Gewicht, mit den Schultern. Ein, wieder öffnen. Aus, rund machen. Wer möchte, wenn es nicht zu viel ist, nimmt jetzt beim Einatmen den linken Arm noch dazu. Der streckt nach vor. Und wenn ihr ausatmet, greift die linke Hand das rechte Knie. Ihr macht es euch rund. Veronika, bring den Riss links zum Boden, dann hast du noch mehr Stabilität. Super. Ein, wieder öffnen. Nicht zu viel im Nacken. Ausatmen, rund machen. Knie fassen oder Ellbogen und Knie zusammen wäre auch eine Möglichkeit. Letztes Mal. Nicht so leicht dort stabil zu bleiben. Macht es nicht zu schnell. Und dann setzt ihr mit dem Ausatmen das rechte Knie und die linke Hand ab und lasst euch in die Kindsposition zurücksinken. Die Arme bleiben vorne, ihr könnt die Hände auch gern unter die Stirn nehmen. Und ihr entspannt für ein paar Atemzüge. Und lasst wirklich ganz bewusst los in der Körpermitte. Im Yoga versuchen wir da in die Kraft zu kommen und eine positive Spannung sozusagen uns aufzubauen. Manchmal ist aber vor allem im Bereich vom Beckenboden so eine Grundverspannung, die uns gar nicht gut tut. Das heißt, lasst jetzt bewusst komplett los, auch im Bauch. Spürt, wie die Atmung Raum hat. Die Bauchdecke schiebt nach außen gegen die Oberschenkel, wenn ihr einatmet. Sie zieht sich zurück, ganz automatisch mit der Ausatmung. Und automatisch bewegt sich die Beckenbodenmuskulatur mit. Die hängt so ein bisschen an der tiefen Atmung dran. Dadurch, dass wenn ihr einatmet, sich das Zwerchfell sozusagen ausdehnt und nach unten schiebt, wenn ihr ausatmet, sich zurückzieht, geht diese Bewegung bis in den Beckenboden. Mit der nächsten Einatmung kommen wir wieder Richtung Vierfußstand. Jetzt heißt es wieder aktiv anheben aus der Beckenbodenmuskulatur. Der Nabel zieht nach innen. Je kontrollierter ihr da seid in der Körpermitte, umso stabiler wird das. Gerade wenn ihr denkt, dann so Richtung drittes Asana. Wir beginnen wieder Katze Kuh. Ausatmen, rund machen. Einatmen, öffnen. Ungefähr dreimal in eurem Tempo. Wie gesagt, nicht zu schnell, dann könnt ihr mehr so die Details spüren. Spüren, ob ihr stabil bleibt im Becken, auch wenn ihr
Dann nach der dritten Wiederholung beginnt das linke Bein dazu zu holen. Also lass, wenn du einatmest, noch mehr die Bewegung aus dem Becken beginnen. Spüren, wann sie wirklich bei der Halswirbelsäule ankommt. Die ist das Letzte, das in die Öffnung kommt. Genau, da sind wir natürlich gern zu schnell. Und das linke Bein beginnt zu strecken mit der Einatmung. Aus Knie und Stirn zusammen. Möglichst rund machen, die Schultern bleiben über den Handgelenken. Super. Kann gut sein, dass ihr auf einer Seite ein bisschen weiterkommt im Zusammenziehen. Die Hüften sind oft sehr unterschiedlich, da auch in der Flexibilität und Kraft zu beugen. Und eventuell nehmt ihr den rechten Arm noch dazu. Das heißt, mit der Streckung einatmen, jetzt auch rechten Arm strecken. Und dann das Knie fassen oder wer lieber Ellbogen und Knie zusammenbringt, macht das. Vielleicht wollt ihr euch einmal fordern und die Bewegung wirklich so langsam wie möglich zu lassen. Das machen das, was halt auch euer Atem hergibt. Gerade beim Ausatmen merkt ihr dann, wie viel Balance ihr da eigentlich halten müsst. Macht das einmal ganz, ganz langsam. Bleibt wieder vorne mit der Schulter, Helga. Super. Rest bleibt am Boden. Und dann kommt in die Kindhaltung zurück. Absetzen mit der Ausatmung. Die Arme strecken jetzt schon ganz nach vorne. Der Atem fließt. Gehen in ein sanftes Vinyasa, das heißt, wir bleiben auf den Knien. Wir schieben mit der Einatmung das Gewicht nach vor, über die Handflächen. Schaut, ob der Abstand passt. Vielleicht, Helga, müsst ihr noch ein bisschen vorgreifen mit den Händen. Lasst ruhig die Knie am Boden und fokussiert euch einmal darauf, dass der Bauch und der Brustkorb wirklich gleichzeitig am Boden ablegen, dass ihr das Gewicht weit vorne habt, die Schultern weg von den Ohren und ihr kommt gleichzeitig mit Bauch und Brustkorb in Bauchlage. Der Rücken bleibt fest und stabil. Gewicht noch weiter, Helga, vor und dann erst ablegen. Genau. Das heißt, die Hände sind eher unter Brusthöhe beim Becken. Und mit der nächsten Einatmung geht sanft in die Cobra. Mit der Ausatmung in die V-Stellung. Bleibt vom Abstand her ein bisschen weiter in der V-Stellung, also zwischen Füßen und Händen eher mehr Distanz, sodass wir jetzt mit der Einatmung immer Richtung Stütz nach vorschieben. Und mit der Ausatmung wieder in die V-Stellung zurückschieben können. Und so wie die Rosi versucht, euer Becken wirklich gut oben zu halten. Du könntest, Veronika, wahrscheinlich noch ein bisschen zurücksteigen mit den Füßen. Das heißt, ihr versucht, eine gewisse Rundung im unteren Rücken vom Gefühl her immer zu halten, wenn ihr in den Stütz nach vor schiebt. Einatmen vor. Langer Nacken, aus, zurück. Ein, nach vor, kraftvoll die Schultern wegholen von den Ohren. Und aus, zurück. Nächste Mal, wenn ihr im Stütz seid, bleibt für ein paar Atemzüge. Schaut einmal. Fühlt ihr euch gut von der Linie? Helga, könntest du ein bisschen zurücksteigen mit den Füßen?
Schultern wieder über die Handgelenke, den Nacken lang. Und bleibt einmal, bis so der Punkt kommt, wo ihr langsam müde werdet. Genau. Es ist spannend auch zu sehen, wo verliere ich zuerst an Kraft. Das muss nicht der Bauch sein. Vielleicht sind es die Arme, vielleicht der untere Rücken oder der Nacken. Und ihr könnt jederzeit, genau, Veronika, in die V-Stellung zurückschieben. Und von dort geht es wieder auf die Knie nach unten. Legt den Rist um. Kommt auf die Fersen, in die Kindhaltung. Und lasst dazwischen wieder ganz bewusst los in den Bandes. Weich werden. Nehmt so ein bisschen diese Wechsel wahr. Es ist beides wertvoll, das Dynamische und auch dieses Statische. Es betrifft sowohl die Kraft als auch die Flexibilität. Manchmal tut es gut, eine Position zu halten, um Flexibilität auszubauen und Kraft. Manchmal ist dieses Wechselspiel fein. Rein, raus, hoch, runter, vor, zurück. Wir schieben mit der Einatmung das Gewicht wieder nach vor, stellen jetzt die Zehen für den Stütz auf und gehen dann über den ganzen Stütz in Bauchlage. Das heißt, die Knie lösen und wir legen mit der Ausatmung wieder gleichzeitig Bauch und Brustkorb am Boden ab. Ihr könnt natürlich auch auf den Knien bleiben. Legt jetzt den Rist um, die Arme legen gestreckt nach hinten am Boden ab. Handrücken zeigen in die Matte, die Stirn liegt auf. Das heißt, Handrücken, Helga, ablegen, genau, dann haben wir mehr Öffnung für den Brustraum. Und ihr könnt zurück die Zehen zueinander bringen, dass sie sich berühren und ein bisschen Abstand bewusst lassen zwischen den Fersen, dass wir nicht zu viel nach innen rotieren, das bringt nur Spannung in den unteren Rücken. Also immer leicht die Fersen nach außen gedreht halten. Wir machen es zuerst dynamisch mit der Einatmung, heben die Beine und der Brustkorb an, die Schulterblätter ziehen zueinander. Mit der Ausatmung legt ihr Brustkorb und Beine, Stirn wieder ab. Ein, wieder anheben, die Handrücken bleiben am Boden, aber die Schulterblätter können zusammenziehen, Veronika. Genau, aus, wieder ablegen. Ein, wieder abheben. Nicht die Knie beugen, sondern auch die Knie abheben. Die Beine bleiben gestreckt. Aus, nach unten. Letztes Mal, wir halten oben. Seid nicht zu schnell mit dem Nacken. Der schießt gern hoch. Lasst den Blick eher nach unten gerichtet. Kommt es noch einmal mit der Einatmung hoch und bleibt. Und versucht jetzt, wenn ihr bleibt, auch in die Länge zu denken. Die Körpervorderseite von den Zehen bis zur Stirn, die streckt. Da fließt wieder unser Prana entlang der Vorderseite. So dieser Magen-Milz-Meridian, der jetzt gestreckt wird. Und ausatmen, ablegen. Nichts. Den Kopf rückt zu einer Seite, entspannst da und schaukelt im Becken ein paar Mal hin und her. Schneller oder auch langsamer, wie es euch angenehm ist. Wir werden ähnlich noch einmal ein bisschen kraftvoller da hineingehen. Das heißt, wir verändern die Handposition, die Stirn liegt wieder auf. Und die Hände setzen jetzt wie bei der Kobra ab, nur dass ihr eventuell noch weiter Richtung Becken nach unten rücken könnt mit den Handflächen. Aber der Handballen sollte noch am Boden sein. Die Schulterblätter ziehen zusammen, die Ellbogen Richtung Fersen und wieder dynamisch dreimal mit der Einatmung Oberkörper und Beine anheben, mit der Ausatmung ablegen. Oberkörper kann vielleicht eine Spur höher kommen als bei der ersten Übung, aber zieht
Veronika, nicht die Schultern hoch, die Ellbogen immer schön zu den Fersen, super. Und dann könnt ihr wieder bleiben. Verlängert im Nacken, der Nacken bildet so eine schöne Linie mit dem Rest der Wirbelsäule. Das heißt, ich lasse den Kopf nicht hängen, blick, zieht ein bisschen weiter vor, aber ich hebe auch nicht zu weit an. Und ich spüre Länge in der Position, nicht nur Höhe. Bleibt es noch, wenn das geht. Lasst jetzt die Beine zum Boden gehen, der Oberkörper bleibt. Nur die Beine senken ab, der Oberkörper kommt eine Spur höher. Und vielleicht wollt ihr sogar in die hohe Kobra gehen und das Becken und die Knie lösen mit der nächsten Einatmung. Und dann wechseln wir wieder in die Fahrstellung mit der Ausatmung. Bleiben jetzt in der Fahrstellung. Ziehen die Fersen Richtung Boden. Dann wandern wir Schritt für Schritt nach vor Richtung Hände. Richtet euch aber noch nicht auf. Wenn ihr bei den Händen seid, wenn das Gewicht auf den Füßen ist, lasst euch einmal ganz gemütlich in die Vorbeuge sinken. Der Nacken ist entspannt. Die Arme hängen. Und wir rollen jetzt wirklich so langsam, jeder für sich hoch, dass ihr das Gefühl habt, ihr sprecht jeden Wirbel einzeln an. Das heißt, ihr fangt beim Kreuzbein an, spürt jeden dieser 5 Lendenwirbel ganz langsam, wie sie sich aufrichten. Nehmt es für euch wahr, wenn ihr bei der Brustwirbelsäule ankommt. Versucht es wieder, auch wenn das natürlich jetzt vielleicht nicht geht im Spüren, aber so gedanklich jeden dieser 12 Brustwirbel anzusprechen in der Aufrichtung. Das Kinn bleibt noch immer nah bei der Brust. Ich nehme wahr, wann bin ich bei diesem Übergang? Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule und dann Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Und dann spreche ich jeden einzelnen Halswirbel an, bis ich ganz oben, so beim Übergang zum Hinterkopf bin in der Aufrichtung. Die Schultern rollen kurz aktiv nach hinten unten, mein Scheitel zeigt zur Decke. Dürft es gern auch mit geschlossenen Augen machen. Spürt für einen kurzen Moment diese aufrechte Haltung. Was bedeutet das? Der Kontakt über die Fußsohlen zum Boden. Kein Einsinken im unteren Rücken und auch kein Knick vorne in der Hüfte. Länge und Stabilität über die Körpervorder, genauso wie über die Körperrückseite. Ein gesundes, aufrechtes Becken, das für eine gesunde, aufrechte Wirbelsäule sorgt, bis nach oben. Und dann rollen wir wieder Wirbel für Wirbel nach unten. Ihr lasst das Kinn sinken. So ein ganz entspanntes Abrollen. Ich merke, es zieht mich richtig in diese gesunde Rundung hinein. Lasst euch wieder Zeit. Spürt, wie sich die Brustwirbelsäule rundet. Vielleicht liegt die Schwierigkeit jetzt nicht in der Bewegung, sondern in der Geduld, im Fokus halten. Ganz langsam. Genauso wichtig, wie dass wir uns lang machen und strecken können, ist, dass wir uns runden können. Durch das viele Sitzen, dem wir alle ausgesetzt sind, wir haben vielleicht da mehr Glück. Kommen wir oft zu sehr auch in ein Abflachen vom unteren Rücken.
Das heißt, auch die Rundung ist ganz wichtig. Verliert das nicht oder vergesst das nicht beim Üben. Wenn ihr ganz unten seid, bleibt ein paar Atemzüge in der Vorbeuge. Ihr könnt jetzt gern aktiver an der Vorbeuge arbeiten, die Finger setzen auf oder die Handflächen, die Beine strecken ein bisschen bewusster. Die Schultern ziehen aktiver weg von den Ohren. Genau, da kannst du, Birgit, immer wieder so ein bisschen dran denken, dass du die Schultern wegziehst von den Ohren, sodass der Schultergürtel weiter wird und der Nacken mehr Raum bekommt. Und dann gehen wir sanft durch ein Vinyasa durch. Mit der Einatmung hebt sie in die halbe Vorbeuge auf die Fingerspitzen an. Aus steigt sie in den Stütz und bleibt dort ruhig nochmal ein, einatmen oder auch mehr, bevor ihr mit dem Ausatmen in eurer Möglichkeit weitergeht. Ihr legt am Boden ab oder haltet den Stütz mit der Einatmung in die Kobra. Mit der Ausatmung in die V-Stellung. Mit der nächsten Einatmung bleiben wir noch und kommen dann mit dem Ausatmen auf die Knie nach unten und legen den Rist flach um. Bleibt gleich aufrecht auf den Fersen sitzen. Lasst die Arme seitlich. Und wir gehen mit der Einatmung zu Beginn in ein Strecken nach oben. Also zuerst von der Richtung nur nach oben denken. Ihr hebt das Gesäß ab, hebt die Arme nach oben an. Und aus kommen wir in so eine Art Kindhaltung. Die Arme ziehen nach hinten, die Stirn geht Richtung Boden. Und das machen wir dynamisch. Ein, wieder hoch, Körper Vorderseite strecken. Und ausatmen in diese Kindhaltung, wobei ich natürlich nicht ganz loslasse. Und mit jeder Wiederholung könnt ihr ein bisschen mehr in die Rückbeuge, indem das Becken nach vorschiebt. Macht es nicht zu schnell, zu viel über den Nacken, sondern wieder wie so eine Welle. Das Becken gibt den Impuls bei der Einatmung, dann der Brustraum und dann zieht erst der Blick nach oben. Die Knie vielleicht ein bisschen, Birgit, auseinander. Dass ihr parallel seid, aber doch mit einem leichten Abstand. Stellt euch vor, jemand stellt sich hinten auf eure Fußsohlen und gibt euch da Halt, dass ihr noch mehr in die Rückbeuge kommt. Trau dich, Veronika, das Becken vorzuschieben. Es ist wie so eine Startrampe, auf der ihr startet, genau. Dann sollte das kein Druck im unteren Rücken sein. Vielleicht eine Kräftigung. Manchmal ist es da schwierig zu unterscheiden. Also ich darf ihn schon spüren, der muss viel halten. Wenn ihr möchtet, bleibt dann in der Rückbeuge. Also noch einmal mit der Einatmung in eurem Tempo hoch. Wenn die Arme als Hebel zu lang sind, könnt ihr gern die Hände zur Oberschenkelrückseite bringen. Vielleicht auch zum Beckenrand, wer ein bisschen den unteren Rücken da stützen möchte. Und schaut, dass ihr vorn die Streckung spürt, übers Schambein, entlang vom Nabel, übers Brustbein. Tief atmen. Super. Jederzeit mit der Ausatmung wieder in die Kindhaltung und dann auch entspannt in der Kindhaltung bleiben. Ihr dürft die Bandas wieder loslassen. Da strecken wir die Arme nach vor. Schieben mit der Einatmung das Gewicht nach vor. Kommen in den Stütz
Und von dort über die Stützhaltung Richtung Boden mit der Ausatmung ablegen. Könnt ihr auch gern so wie die Rosi auf den Knien bleiben. Ein Wild, eine Kobra für euch. Und ausatmen, kommt in die V-Stellung. Von der V-Stellung sucht euch einen Weg aus ins Sitzen. Wir stellen im Sitzen die Beine auf, fassen die Knie. Und bevor wir das Boot dann halten, macht es euch einmal ganz rund mit der Ausatmung, zieht das Kinn zur Brust, lasst das Gewicht in den unteren Rücken sinken und spürt, wie ihr euch aus dem unteren Rücken wieder aufrichtet. Das Becken kippt vor. Mit dem Einatmen schiebt der untere Rücken in die Länge. Genau, das ist wie so eine Welle. Macht es noch einmal. Da spüre ich gut, dass ich nicht immer nur aus dem Nacken mir die Aufrichtung holen darf. Wenn das nicht von unten beginnt, dann leidet natürlich massiv irgendwann unsere Halswirbelsäule. Dann haltet die Aufrichtung, lasst ein bisschen Abstand zwischen Oberkörper und Knie kommen und hebt langsam die Fersen. Hände bleiben auf den Knien am Anfang und dann die Zehen ab vom Boden, dieses kleine Boot. Das ist für einen gesunden Rücken mehr als genug Kräftigung. Wenn ich das mache, reicht das durchaus aus. Es muss nicht das große Boot sein. Liegt wieder mehr so an der Qualität, die die Position hat, an diesem langen Rücken, an den Schultern, die unten bleiben können. Und ich kann ja durchaus versuchen, vom Gefühl her nicht mehr so viel zu halten über die Hände, obwohl sie dort bleiben. Es macht ganz viel Unterschied. Greifen sie nur auf oder halten sie? Super. Mit der Ausatmung kreuzen die Füße. Sie legen am Boden ab und ihr drückt euch in dieses kleine Vinyasa mit der Einatmung einmal hoch. Und aus, wieder absetzen. Wir wiederholen das und wenn ihr euch wohlfühlt, könnt ihr gern die Arme seitlich nach vorne strecken. Dann kreuzt ihr wieder die Füße, drückt euch wieder mit den Füßen am Boden hoch und versucht einmal da zu bleiben. Wir glauben immer, das Anstrengende ist das Boot, aber in Wahrheit ist das das Anstrengende, dieser kleine Moment dazwischen. Vielleicht könnt ihr sogar für eine Sekunde die Füße auch in die Luft wieder kriegen. Probiert es einmal aus und dann wieder absetzen. Allein das Ausprobieren, genau Veronika, macht schon den Unterschied. Auch wenn sie nicht hochkommen, gehe ich ganz anders in die Kraft. Und dann geht es noch einmal ins Boot hinein. Lasst die Arme, wenn es geht, seitlich, den Rücken schön aufrecht. Und wir ziehen jetzt immer mit dem Einatmen ein bisschen auseinander, also vergrößern den Abstand und mit der Ausatmung wieder näher zusammen. Die Knie bleiben geschlossen. Es muss nicht viel sein. Eher wieder schauen, dass es nicht ruckartig kommt. Dass ihr nicht zu viel aus dem Nacken versucht zu machen mit der Ausatmung. Super. Und wir legen dann auch so am Boden ab. Wenn ihr das könnt von der Kraft, ihr seid halt alle so fit, dann streckt immer mehr die Beine, geht nicht zu tief mit dem Oberkörper, versucht die Beine zuerst mehr in die Länge zu holen. Es soll nicht zu viel werden, ne? Und schaut, wie lange könnt ihr die Beine in der Luft halten. Ihr entscheidet. Super. Also ganz langsam lasst ihr ruhig Zeit, Helga, gleichzeitig Beine und Oberkörper ablegen. Super. Okay. Holt dann ruhig die Knie kurz zur Brust heran, um da auszugleichen. Dann legt die Beine noch einmal gestreckt am Boden ab und streckt die Arme nach hinten.
Wir ziehen die Zehen zu uns heran, wie als könnten wir sozusagen stehen. Genau. Und wir schieben die Arme in den Boden. Ihr spürt die Auflageflächen über die Körperrückseite und ihr versucht, diese Auflageflächen zu verstärken mit jeder Einatmung, und zwar so, dass ihr vor allem mit dem Fokus unterer Rücken seid. Mit der Einatmung drückt ihr so gut ihr könnt die Arme, die ganze Wirbelsäule, das Gesäß, die Beinrückseiten in den Boden und aus, entspannt ihr. Einatmen, wieder hineindrücken. Der untere Rücken schiebt aber, das heißt nicht, dass ich sehr viel beuge in den Beinen oder dass die Schultern plötzlich lösen beginnen. Und aus, wieder entspannen. Dieses Wechselspiel aus Spannung und Entspannung, Kraft und Loslassen, macht das ein paar Mal. Ganz eine feine Übung. Theoretisch kann ich es auch im Stehen ganz an der Wand dran machen, da ist es um einiges intensiver. Das könnt ihr ja nachher vielleicht noch für euch ausprobieren. Ein letztes Mal, vielleicht wollt ihr sogar kurz halten, diesen Druck mit dem unteren Rücken in den Boden. Halten, obwohl der Atem weiterfließt. Nicht leicht, dass die Atmung da im Bauchraum bleibt. Und dann ganz entspannt wieder lösen. Wir stellen ein letztes Mal die Füße auf. Die Fersen nicht zu nah zum Gesäß. Die Arme nehmt ihr jetzt zur Seite in so eine waagrechte Linie. Die Handflächen entweder nach unten oder nach oben richten. Schaut einfach für euch, während dem Asana was feiner ist. Und ganz nach außen rutscht ihr die Arme. Genau. Und wir überschlagen in den Beinen, so wie im Sitzen, dieses rechte Bein schlagt über das linke drüber. Genau. Und ganz drüber schlagen, sodass sie ineinander verschlingen, die Beine. Genau, dass sich die Oberschenkel berühren. Der linke Fuß bleibt dabei am Boden, Helga, also den kannst du aufsetzen, genau. Und wir gehen ein paar Mal langsam mit der Ausatmung mit den Beinen nach rechts, soweit es euch angenehm und möglich ist. Mit der Einatmung wieder zur Mitte. Mit der Ausatmung langsam nach rechts. Einatmen zur Mitte. Verlangsamt jetzt das Tempo, dehnt den Atem aus, wiederholt es ein paar Mal, immer langsamer, das, was euer Atem hergibt, mit dem Ausatmen zur Seite, mit dem Einatmen zur Mitte. Genießt es und bleibt fokussiert. Was spüre ich vom Beginn meiner Ausatmung über den ganzen Verlauf bis zum Ende der Ausatmung? Was spüre ich vom Beginn meiner Einatmung, Verlauf bis zum Schluss meiner Einatmung? Letztes Mal. Nehmt wahr, was für eine Länge der Atem jetzt auch schon hat. Dieses ständige Üben, Bewusstsein. Wenn ihr wieder in der Mitte seid, macht ihr ganz in Ruhe einen Wechsel über die Beine. Das linke kommt übers rechte. Könntest das gern alles mit geschlossenen Augen machen. Und ihr wiederholt es noch ein paar Mal zur linken Seite. Ablegen, kontrolliert mit der Ausatmung zur linken Seite. Einatmen, kontrolliert zur Mitte zurück. Spürt es für euch, wo ihr die Bewegung wahrnehmt.
Komm da sehr gezielt zu diesem Übergang unterer Rückenbecken, dort wo wir die Verbindung haben. Durch ein kleines Gelenk oder zwei kleine Gelenke, dieses Iliosakralgelenk, habe ich da die Verbindung rechts und links, vom Becken zum Sakrum, zum Kreuzbein. Das Gelenk ist nicht sehr mobil, das ist auch gut so, aber es kann trotzdem blockieren. Also es kann auch ein bisschen zu starr werden. Und da kommen wir sehr gut hin. Ein letztes Mal und dann holt sie noch einmal zum Abschluss die Knie Richtung Brust heran. Rollt es nochmal aus, bevor wir dann im Shavasana ablegen. Es wäre wirklich schön, wenn ihr in Shavasana so liegt, dass kein Druck in den unteren Rücken kommt. Wenn ihr wisst, dass ihr es mit ausgestreckten Beinen leicht möglich macht, das. Und ansonsten könnt ihr euch so wie die Rosi rechts und links vielleicht was drunter legen. Oder ihr lasst die Beine aufgestellt. Also diese kleine Erhöhung sorgt einfach dafür, dass der untere Rücken flacher aufliegt. Und das kann ausreichen, dass dann, wenn ihr nach ein paar Minuten jetzt entspannt liegen, auch entspannt wieder hochkommen könnt. Ich glaube, jeder weiß das für sich und kennt dieses Gefühl. Auch wenn ihr jetzt keinen Polster drunter habt, fühlt sich der untere Rücken vielleicht so an, als würde er am Boden aufliegen. Dann ist es auf jeden Fall fein. Spürt es da ruhig nochmal hin, lasst es nochmal ganz gezielt den Beckenboden weich werden, den Bauch weich werden, die Hüften. Dann lasst es euch in die Matte sinken. Ganz langsam beginnt dann wieder hinein zu spüren. Macht keine ruckartigen oder schnellen Bewegungen. Verbindet euch mit der Atmung. Geht vielleicht noch einmal in ein Strecken. Das ist spürbar, wenn ihr die Arme nach hinten nehmt, auch im unteren Rücken und in den Hüften ankommt. Holt die Knie wirklich eins nach dem anderen nochmal heran Richtung Brust.
Gönnt euch diesen ganz sanften, gemütlichen Weg über die Seite ins Sitzen. Bleibt in diesem entspannten Gefühl. Der Körper ist weich. Wir richten uns ganz langsam wieder auf. Kommen noch einmal ins Sitzen. Halten die Hände vor der Brust. Spüren noch einmal so Richtung unteren Rücken nach. Vielleicht fällt euch jetzt die Aufrichtung auch spürbar leicht. Und wir verneigen uns zum Abschluss vor uns selbst und voreinander. Vielen Dank.